Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achtung Buch hier bei Nuoviso. Und um Bewusstsein, integrale Psychologie und Bewusstseinsstrukturen auch von Individuen und ganzen Kulturen soll es jetzt gehen im Gespräch mit dem Autor Andreas Koch. So. Dann freue ich mich ganz herzlich auf Andreas Koch, mit dem ich jetzt über sein Buch Wir sind die Evolution sprechen kann. Hallo Andreas, herzlich willkommen hier bei Nuoviso. Hallo Aaron, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Ja, ich freue mich extrem darauf, in dieses Buch, was ich mit Freude gelesen habe, mit dir mal einzusteigen. Der Weg ins integrale Bewusstsein ist ja so eine Art Untertitel noch des Buches. Und ja, währenddessen hatte ich mich schon gefragt, wie du eigentlich im Laufe deines Lebens auf diese Themen vielleicht gestoßen bist, welche Wegmarken es da auch so für dich gab, welche entscheidenden Prägungen, dass du dich heute mit diesen ganzen wirklich sehr großen Themen auch beschäftigst, Bewusstsein und so weiter. Und vielleicht kannst du im Zuge dessen auch einfach noch ein bisschen was über dich erzählen, was man über dich in dem Kontext wissen muss. Ja, der Einstieg in dieses, wie du sagst, große Thema letztendlich, der wurde eigentlich verursacht oder hat seinen Grund darin, dass ich sehr lange in Marketing und Werbung gearbeitet habe und mich der psychologische Faktor, nennen wir es mal so, in diesem Zusammenhang sehr interessiert hat. Damals aus ganz anderen Gründen, weil ich wollte herausfinden, wie man Leute am besten beeinflusst in ihren Einstellungen, die dann letztlich ja auch zu Handlungen führen. Und das war der Hauptgrund dafür. Ich habe mich dann aus diesem Grund zuerst mit Verhaltenspsychologie beschäftigt, dann aber immer mehr auch mit Tiefenpsychologie, weil mich C.G. Jung sehr angesprochen hat und seine Arbeit über Symbolik, weil letztendlich arbeiten wir in der Werbung oder haben wir damals gearbeitet in der Werbung. Nein, ich habe damals in der Werbung gearbeitet, so muss es heißen, das ist die richtige Formulierung. Die Werbung arbeitet immer noch mit den gleichen Prinzipien, mit der Symbolik. Also was wir sehen, sind alle Symbole. Symbole des Glücklichseins, Symbole des Erfolgs, Symbole etc. Das sind dann, ob, wie man das auch immer darstellt, ob mit Leuten, mit Statussymbolen, wie auch immer, es ist alles immer symbolisch. Das war der Grund, weshalb ich mich mit Tiefenpsychologie beschäftigt habe. Diese Motivation, die hat dann einen ziemlichen Umschwung erfahren, als mit 44, also ich war damals 44, meine Frau war 42, ist dann an einem Hirnaneurysma gestorben, sehr früh. Und dann hat eigentlich wir hatten keine richtige Möglichkeit, uns zu verabschieden, weil Thema Tod war tabu. Das konnte man einfach nicht ansprechen. Meine Frau war damals zu jung, ich war zu jung, um mich mit diesem Thema wirklich zu beschäftigen, in so einer kritischen Lebenssituation. War alles zu heikel. Und ich habe dann einfach im Nachhinein nach dieser Zäsur, das war wirklich eine große Zäsur in meinem Leben, mich nochmals vertieft und aus ganz anderen Gründen mit der Tiefenpsychologie beschäftigt und bin dann eben auch auf ganz andere Erkenntnisse gestoßen, weil auch die Einstellung, wie man ein Buch liest, wie man sich einem Thema nähert, hat einen ganz wesentlichen Einfluss, was man dann tatsächlich mitnimmt daraus. Und für mich war dann diese Auseinandersetzung in dieser Phase meines Lebens, brachte etwas ganz anderes mit sich, ganz andere Erkenntnisse mit sich und hat mich dann eigentlich zu diesem großen Thema geführt, der Bewusstseinsentwicklung letztendlich, weil Bewusstsein ist der entscheidende Faktor. Der Geist ist zwar etwas wesentlich Umfangreicheres, wenn du das Buch gelesen hast, dann ist dir das wahrscheinlich auch aufgefallen. Aber entscheidend ist was letztendlich unser Bewusstsein. Denn die Erkennung, dass Geist etwas Umfangreicheres ist als Bewusstsein, ist eben auch ein Akt des Bewusstseins. Und deshalb ist das der entscheidende Faktor in unserem Leben, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir uns selbst wahrnehmen, unsere Mitmenschen etc. Alles hängt letztendlich von unserem Bewusstsein ab. Es gibt den Rahmen vor für unsere Wahrnehmung und unsere Erfahrungen.
Genau, das ist mir absolut aufgefallen. Erstmal danke für deine nachvollziehbare Antwort. Du hast dich viel mit dem Bewusstsein beschäftigt und schreibst ja auch, es ist vielleicht eines der letzten großen Rätsel für uns Menschen und stellt ja die Wissenschaft auch vor große Herausforderungen nach wie vor. Es ist so eines der wenigen Wörter, die wenigsten Menschen sofort ganz klar definieren können, wenn man so auf der Straße oder im Alltag fragen würde. Und welche Sicht hast du dementsprechend auf das Bewusstsein inzwischen? Wie würdest du es beschreiben? Und was ich mich auch dann gefragt habe während der Lektüre natürlich, gibt es für dich so eine Art kollektives und individuelles Bewusstsein? Kann man das so beschreiben? Das hätte ich zumindest jetzt so empfunden, dass das eine Sicht ist, die man darauf haben kann. Also Bewusstsein zu beschreiben ist eine sehr schwierige Aufgabe. Da haben sich schon ganz andere Leute daran gewagt und eigentlich sehr unterschiedliche Definitionen abgegeben. Ich halte mich da eigentlich eher fern und ich konzentriere mich darauf, was ist die Funktion des Bewusstseins, weil das ist einfacher zu erklären, einfacher zu verstehen, denke ich auch. Weiter, ich beschäftige mich auch mit Malerei, ich betreibe etwas Kunst auch in meinem Leben, weil mir das auch hilft. Für mich eine Art auch eine meditative Angelegenheit und ich vergleiche dann das Bewusstsein gern eigentlich mit einer Leinwand. Also es ist die Leinwand, auf der dann sukzessive dein Weltbild entsteht. Weil wir alle malen ein Weltbild, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Wir brauchen dazu keine Leinwand. Unser Weltbild entsteht einfach automatisch durch unser Leben. Durch so, wie wir in die Kultur, in die wir hineingeboren werden, zum Beispiel, ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Man könnte das als die Palette bezeichnen, wenn wir jetzt bei dieser Metapher bleiben. Man könnte es quasi als die Palette bezeichnen. Mit den Farben, die uns da in einer gewissen Art und Weise vorgegeben werden. Natürlich können wir die dann mischen, individuell, so dass wieder neue Farben daraus entstehen, aber gewisse Grundfarben, die werden uns vorgegeben. Also es gibt ja auch in der Farbenlehre ganz bestimmte sogenannte reine Farben und die sind dann vorgegeben. Die kann man nicht ermischen, weil das geht einfach nicht, sondern es gibt, glaube ich, Rot, Blau, Grün und die sind vorgegeben. Und die kannst du nicht ermischen. Man kann sie miteinander vermischen, dann entsteht Grau daraus. Oder irgendwas anderes. Blau mit Gelb entsteht Grün daraus und so weiter. Aber das ist, man gibt es Grundfarben, die kann man nicht ermischen. Die sind vorgegeben. Und unsere Kulturen, die wir hineingeboren werden, auch unsere sozialen Verhältnisse, in die wir hineingeboren werden, die Art und Weise, wie unsere Eltern uns erziehen, was die wieder für Geschichten mit sich bringen, die dann in diese Erziehung einfließen, die wieder ihr eigenes Weltbild an uns herantragen, etc. Das sind alles Aspekte unseres Bewusstseins. Also unser Bewusstsein wird geprägt von unseren Erfahrungen und unser Bewusstsein und diese Erfahrungen, die werden eben durch ganz bestimmte Faktoren, werden die stark beeinflusst. Das, was ich jetzt aufgezählt habe, das ist die Kultur, das ist ganz wesentlich. Das ist ganz, ganz wesentlich und das kann kein Mensch negieren. Man kann eine Kultur wird aus meinem Verständnis heraus primär durch Werte definiert. Werte. Daraus entsteht dann eigentlich alles, was wir als Welt empfinden, eigentlich, entsteht aus den Werten heraus. Ob es das Kathedralen sein, Bankgebäude, Raketenabschussrampen oder was es auch immer ist. Um jetzt ein paar Beispiele zu nennen, basiert auf ganz bestimmten Werten. Und diese Werte werden uns von der Kultur vorgegeben. Diese Kultur basiert dann auch wieder auf etwas, aber das hat dann mit Psychologie zu tun. Aber das würde jetzt zu weit führen, glaube ich, wenn wir das auch noch ausleuchten wollen. Aber wir kommen über diese Kultur dann eigentlich zu deiner zweiten Frage mit dem kollektiven Bewusstsein. Die Kultur wird eben sehr stark durch das kollektive Bewusstsein geprägt. Sehr stark durch kollektive Bewusstsein geprägt. Und es ist die Aufgabe des Individuums, zu entscheiden, letztendlich zu entscheiden, wie stark es sich von diesem kollektiven Bewusstsein
von diesen kulturellen Werten bestimmen lassen will, wie weit es diese gut findet oder ablehnt und wie weit es seine eigenen Werte kreiert und eben dann diese Werte lebt. Das ist die Aufgabe des Individuums. Und wir alle werden zuerst vom Kollektiv bestimmt. Das ist ganz automatisch der Fall. Und das Individuum ist etwas, das aus dem Kollektiv herauswächst, in einer weniger ausgeprägten Art oder eben in einer sehr ausgeprägten Art. Je nachdem. Je nachdem. Das hängt sehr stark davon ab. Also eine dieser Phasen, die das ganz klar zum Ausdruck bringt, das ist zum Beispiel die Pubertät. Da wird das am deutlichsten sichtbar. Dort wird es am deutlichsten sichtbar. Wie diese, und was du eben in der individuellen Entwicklung hast, das ist nach meinem Verständnis ein fraktales Prinzip, das sich eben auch im Kollektiv ausdrückt dann. Also die kollektive Entwicklung folgt ganz bestimmten Wachstumsprozessen und den damit verbundenen Erscheinungen. Das ist eigentlich das, was ich als, als ganz wesentlicher Faktor sehe, der auch in diesem Buch behandelt wird und der zum Verständnis von bestimmten großen Umbrüchen, die kulturell stattgefunden haben, beiträgt, damit, damit man das eben besser versteht. Und aus meiner Sicht stehen wir eben jetzt in solch einem großen Umbruchprozess drin, der durchaus mit einer Pubertät zu vergleichen ist. Absolut, ja. Danke, total interessant, denn das bringt mich direkt auch wieder auf dieses Gustave Le Bon Zitat, was man insgesamt, ich glaube, dreimal in deinem Buch findet, und zwar immer ein bisschen anders nochmal abgeändert und mit einem anderen Kommentar von dir versehen, denn ich zitiere es einmal kurz für die Zuschauer. Also er hat geschrieben damals in Psychologie der Massen 1890, ja, die bemerkenswertesten Ereignisse der Geschichte sind die sichtbaren Wirkungen der unsichtbaren Veränderungen des menschlichen Denkens, hat er geschrieben. Und du hast dann addiert, heute würde man vielleicht Geist oder Bewusstsein statt Denken anführen und hast dann auch geschrieben, damit wäre Le Bon sicherlich einverstanden. Es hat sich ja auch einiges getan. Weil es ein bisschen sperrig ist, ich lese es gerne nochmal vor, weil ich finde das Zitat interessant, du ja offensichtlich auch, sonst hättest du es nicht verwendet. Also, die bemerkenswertesten Ereignisse der Geschichte sind die sichtbaren Wirkungen der unsichtbaren Veränderungen des menschlichen Bewusstseins. Nehmen wir es mal so. Also das ist ja eben auch wieder dieses Zusammenspiel von dem, worüber wir gerade sprachen, was der Einzelne, sage ich mal, auch ins, ins Feld wirft oder auch das Kollektiv manifestiert sich ja dann in Materiellem, in unserem Finanzsystem, schreibst du ja auch, in unserer Wirtschaft, die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wie unsere Parks aussehen, unsere Architektur und so weiter, ist ja ein Ausdruck auch eines gewissen Zeitgeistes, eines Weltbildes und der Werte, auf die wir uns gesellschaftlich, kulturell einigen. Deswegen sehen Städte auch in unterschiedlichen Kulturen anders aus. Man hat andere Höflichkeitsformeln, Floskeln und so weiter und Rechtssysteme und all diese Dinge. Also das ist ja sehr interessant. Und weil du diese Phase der Pubertät angesprochen hast, das bringt uns ja auch fast schon in dieses ganze Thema integrale Psychologie, beziehungsweise eben auch diese ja, dieses Modell zum Beispiel, was du auch von Gebser, Jean Gebser heißt er, glaube ich, ne? Gebser, ja. Jean Gebser. Gebser vorstellst, dass es sozusagen sowohl auf der individuellen Ebene, würde ich so interpretieren, als auch kollektiv diese Phasen gibt, die man durchläuft als im Bewusstsein, die dann aber immer wieder eben so zyklisch abgelöst werden durch den nächsten Entwicklungssprung. Finde ich hochinteressant, finde ich großartig. Und da habe ich mir dann eben auch notiert, vielleicht sind wir da gerade in so einer Pubertät, ja, wo irgendwie sowas kurz vorm Ausbrechen ist und man merkt auch irgendwie, irgendwas passt nicht mehr, man fühlt sich nicht mehr richtig in der Haut und es schreit geradezu danach, dass sich jetzt das nächste evolutionäre, der nächste Sprung anbahnt. Genau, also wenn du das gerne nochmal ausführen willst, um was es da eigentlich geht. Ja, es geht auch um etwas.
Es geht ja wirklich etwas ganz Großes, wie du das am Anfang schon angesprochen hast. Es geht um etwas ganz Großes. Jean Gebser hat ja diese, er hat ja vier Stufen hat er festgestellt in seinen Forschungen. Er hat ja sogenannte kulturanthropologische Forschungen vorgenommen oder kulturphänomenologische, um etwas noch komplizierteres Wort zu gebrauchen, vorgenommen. Also er hat untersucht, wie sich Kultur entwickelt hat und wie die Erscheinungen in dieser Kultur sich verändert, in diesen Kulturen sich verändert haben. Und er hat ja dann vier Stufen definiert: das archaische Bewusstsein, das magische, das mythologische und das rationale. Und hat gesagt, wir befinden uns, das hat er ja 1950 geschrieben, wir befinden uns jetzt im rationalen Bewusstsein, also das dominiert wird von Vernünftigkeit, von rationalen Konzepten, von Ideen, einfach von abstrakten Dingen, sehr stark von abstrakten Dingen. Diese Dinge, die, da muss man nicht dinglich auffassen, auch Theorien, Hypothesen, Spekulationen, Weltbilder, das sind, bezeichnet sie ja auch als Dinge. Also das ist nicht materiell zu verstehen. Ich bin der Meinung, dass das ein sehr gutes Modell ist, das Gebser da aufgestellt hat. Im Buch siehst du auch, dass ich das noch weiter untersucht habe und Abstützungen gesucht habe im Bereich der Archäologie zum Beispiel, der Kunst und so weiter. Lässt sich das irgendwie, gibt es da weitere Indizien dazu, nicht nur in der Psychologie, sondern eben auch wirklich in den kulturellen Erscheinungen, die Gebsers Modell unterstützen. Und ich bin der Meinung, ja, es ist ein gutes Modell, das sehr viele Dinge erklären kann, weshalb Kulturen und Zivilisationen, Zivilisation ist ja ein Produkt der Kultur, also die Zivilisation ist mehr der technisch-wissenschaftliche Bereich, das ist ein Produkt der Kultur, genauso wie das Denken ein Produkt des Bewusstseins ist. Wenn du jetzt das Denken und Le Bon angesprochen hast, ich denke wirklich, man sollte da Bewusstsein sagen und sich klar sein, Denken ist ein Instrument des Bewusstseins und passiert innerhalb des Rahmens, den das Bewusstsein eben hat, den das Bewusstsein dem Denken vorgibt. Denken kann nur innerhalb des Bewusstseins passieren. Etwas anderes ist gar nicht möglich. Aber wir gehen zurück zu Gebser. Und Gebser hat ja dann erklärt, dass wir in seiner Zeit damals uns am Übergang befinden zu dem, was er ein integrales Bewusstsein bezeichnet hat. Und ich möchte nochmals auf einen Punkt hinweisen, der mir wichtig scheint. Dieses Wachstum, dieses geistige Wachstum und diese verschiedenen Phasen, die jetzt Gebser festgestellt hat, archaisch, magisch, mythisch, rational und letztendlich kommend integral, wie er das nannte, das sind keine Stufen. Er hat ja bewusst dann auch Wert gelegt, dass das keine Stufen sind, sondern es sind Strukturen, die sich neu bilden. Also kein einziges dieser Bewusstseinsphasen, der Entwicklungsphasen des Bewusstseins, die verschwindet, wenn eine neue hervortritt. Die verschwinden nicht, die bleiben. Ich habe ja dann versucht, diese Metapher herzustellen zu den verschiedenen Hirnteilen. Wir haben ja die Neurologie erklärt, ja, dass sie verschiedene Hirnteile haben, also ein sehr archaisches Hirn, das als Reptilienhirn bezeichnet wird, wo die ganzen vegetativen Funktionen stattfinden. Hier könnte man sagen, ist natürlich auch wieder metaphorisch zu verstehen, ist das archaische Bewusstsein angesiedelt. Das archaische Bewusstsein ist eigentlich gar kein wirkliches Bewusstsein. Das ist so eine Grauzone zwischen unbewusstem Geist und sich als Potenzial entwickelndem Bewusstsein. Das ist das, was ein Kleinkind hat, wenn es auf die Welt kommt. Einfach jetzt mal als Bild dargestellt. Ich verstehe total, ja. Oder? Ein Kleinkind, das denkt nicht darüber nach, warum es sich jetzt nicht wohlfühlt. Das fühlt sich nicht wohl und es fühlt sich wohl. Und wenn es sich nicht wohlfühlt, dann weint es und wenn es sich wohlfühlt, dann lacht es. Genau, da könnte man jetzt ganz viele Sachen anbringen. Es hat noch kein Ja. Verständnis für sich selbst, es reagiert auf keinen Namen, es erkennt sich nicht im Spiegel und all diese Dinge. Und um da nochmal, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber um den Bogen zu schlagen, letztlich kann man auch in archaischen Kulturen beobachten, dass es da dann noch kein Bewusstsein und Verständnis, Bewusstsein schon, aber Verständnis für die eigene Sippe gab. Man war einfach nur so eingebettet in die Dinge und in die Naturgewalten und in den Lauf der Zeit.
Genau, also um da auch nochmal kurz herzustellen, dass es das auch immer im Kollektiven zu beobachten gibt, diese verschiedenen Schichten. Genau, diese verschiedenen Phasen, diese verschiedenen Bewusstseinsphasen, die hat man genau in den Kulturen, wie du sagst, vor allem in den sogenannten primitiven Kulturen, also Kulturen, die eben technologisch noch nicht so weit entwickelt sind, damit man das richtig versteht. Die können auf anderen Gebieten sehr weit entwickelt sein, genauso weit wie wir. Aber es gibt ganz bestimmt, aber wir haben jetzt hier in der westlichen Welt beschlossen, dass wir das primitiv nennen, oder? Gut, das ist eine. Okay, nur damit das klar ist, wie ich das meine. Ist heute Also. schwierig, ne, mit den Begriffen, ja. Primitiv ist Ah. ja erstmal gar keine Wertung, heißt ja irgendwie, Nein, genau, ja. es ist keine Wertung. Ich Genau. verstehe es auch nicht als Wertung. Aber das ist genau dort, ist eben dieses archaische Bewusstsein noch ziemlich ausgeprägt. Das Kollektiv ist sehr das kollektive Bewusstsein ist sehr ausgeprägt. Das Ich als Zentrum des individuellen Bewusstseins ist noch sehr schwach ausgeprägt. Und das ist ja genau das, was du jetzt angesprochen hast beim Kleinkind. Das Ich existiert nicht in einem archaischen Bewusstsein. Das gibt es nicht. Es gibt dann eine Beschreibung der Entwicklung, wenn wir jetzt bei diesem Bild des Kleinkindes oder bei diesem Beispiel bleiben, dass sich das langsam bilden sich so Bewusstseinshügel aus dem Meer des Unbewussten heraus. Man nennt das dann ein archipelagisches Bewusstsein nach einem Archipel. Das sind ja auch verschiedene Inseln, die aus dem Meer auftauchen, aber auf der Wasseroberfläche nicht miteinander verbunden sind. Also hat man den Eindruck, das seien so einzelne Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, außer du gehst dann runter und du siehst dann, ja, die sind unten auf dem Meeresgrund, irgendwie sind die verbunden miteinander, oder? Geistig ist alles immer verbunden, das wäre dann der Meeresgrund oder das Wasser. Aber oben, dass man aus dem Wasser tritt, das sind eben dann diese kleinen Inseln, die zusammen ein Archipel bilden. Und jetzt bei der Entwicklung des Bewusstseins treten diese Inseln eben immer stärker hervor aus diesem Meer des Unbewussten. Und irgendwann siehst du plötzlich, ah, die Insel rechts oben, die ist ja mit der Insel links oben verbunden. Da ist ja eine Landbrücke vorhanden. Ja? Und dann geht das noch weiter, der Meeresspiegel senkt sich noch etwas ab oder respektive die Insel treten noch etwas höher hervor. Das Bewusstsein entwickelt sich in der entsprechenden Art und Weise. Und dann werden immer mehr solche Landverbindungen sichtbar. Und plötzlich hast du einen Kontinent vor dir. Oder eine größere Landmasse auf jeden Fall, die nicht mehr archipelagisch ist. Die hat zwar noch ihre Berge. Einmal ein kleinerer, der war früher im Wasser links oben. Und der große, der war rechts oben. Den hat man am besten schon am frühesten gesehen. Und so weiter. Du weißt, was ich mit diesem Bild meine. Oder? So läuft eigentlich diese Entwicklung. So kann man sich das sehr gut vorstellen. Und diese verschiedenen Phasen des Bewusstseins, die sind eben immer vorhanden. Nur in den unterschiedlichen Lebensabschnitten oder Entwicklungsphasen des Bewusstseins verliert die eine dann die Dominanz. Also die magische Bewusstseinsstufe erlebt jeder von uns im Laufe seiner Entwicklung. Das ist so die Märchen, wenn Kinder anfangen, sich für Märchen zu interessieren. Wenn alle Bäume und alle Pflanzen irgendwie belebt sind, alles ist irgendwie seelisch, existiert in einer seelischen Form, das ist in der Religion der sogenannte Animismus. Also alles ist eine Seele, alles ist belebt, alles ist miteinander verbunden, alles beeinflusst sich irgendwie und man muss aufpassen, dass man den Baum nicht zu früh umhaut, sonst könnte einem der Donner erschlagen. Jetzt, um ein Bild zu nennen, Ja, oder? verstehe. Um sich das vorzustellen. Weil der Gott dieses Baumes dann vielleicht zornig wird und da fährt der Blitz rein und der Baum könnte einem dann erschlagen und deshalb muss man dann vorsichtig sein. Also nur um jetzt das ganz einfach darzustellen. Ganz einfaches Bild. Und das ist so eine Art, das ist eine magische Verbindung. Das hatten die ganz frühen Menschen hatten da auch, das siehst du in den Höhlenzeichnungen, da ist man ja heute in der Forschung so weit, dass man sagt, diese Zeichnungen, die wurden nicht nur aus einem künstlerischen Erfinden herausgestaltet, sondern da war Magie verbunden. Man wollte sich mit seinen Jagdtieren verbinden, dass man die dann auch tatsächlich findet und erlegen kann und somit als Nahrungsquelle nutzen kann. Also das war, in der Religion hast du sowieso viel Magie, immer, auch heute noch, wo man hinguckt, oder? Das ist nicht etwas, das irgendwie verschwindet. Also die ganzen Zauberkessel in der katholischen Kirche, die an der Decke hängen und so weiter. Also
Lassen wir mal, also mit Weihrauch und all den Dingen. Also da ist sehr viel Magie immer noch verbunden. Dieses magische Bewusstsein, das verschwindet auch nie richtig. Das verschwindet auch nie richtig. Das bleibt erhalten, aber es dominiert nicht mehr nach einer gewissen Stufe. Nach einer gewissen Stufe wird das magische Bewusstsein durch das mythologische abgelöst. In der Kultur war das, ist das für mich am besten sichtbar geworden, in den mythologischen Geschichten bei den alten Griechen zum Beispiel. Ich habe mich mit 9 Jahren sehr stark für Mythologie interessiert. Gustav Schwab, die Sagen des klassischen Griechenland waren für mich, der klassischen Altertums waren für mich eine faszinierende Lektüre. Und meine großen Heroen, Achilleus, Hektor, Odysseus und so weiter, haben dich damals absolut fasziniert. Also das war, wie man in der tiefen Psychologie sagt, man, die Helden sind eigentlich diejenigen, welche mythologisch das Bewusstsein verkörpern und das immer Fortschreiten des Bewusstseins und gleichzeitig natürlich damit auch die Kraft des Individuums. Also die Bedeutung des Individuums und die Kraft des Individuums, sich in der Welt zu behaupten, zu betätigen und all diese Dinge. Und die Mythologie wird von Jung so erklärt oder auch von anderen tiefen Psychologen, dass sie eben sagen, all das sind eigentlich Kräfte in uns, in unserer eigenen Psyche, aber in logischen Zeit im mythologischen Bewusstsein und in der von diesem mythologischen Bewusstsein geprägten Kulturstufe oder Entwicklungsstufe werden diese Dinge nach außen projiziert. Das sind dann die Götter. Es gibt den Kriegsgott, es gibt den Ares zum Beispiel in Griechenland, es gibt die Aphrodite, es gibt die Athene, Zeus, Hera etc. etc. Wie dieses ganze Götterhimmel dann ausgestattet ist. Und jeder dieser Götter hat eine ganz bestimmte Funktion. Jeder hat eine ganz bestimmte Funktion. Und die Tiefenpsychologie erklärt das eben so, dass sie sagt, das sind alles psychische Kräfte, die in uns sind. Nur damals wurde das nicht so gesehen, das wurde nicht so erkannt, so klar erkannt, sondern man hat das nach außen projiziert in diese Götterwelt hinein. Und die waren dann eigentlich verantwortlich für diese Kräfte. Und die Menschen waren ja dem Schicksal sehr stark unterworfen. Dieses Schicksal wurde von den Göttern geprägt. Es gab die Nornen, die den Schicksalsfaden in der Hand hielten und den Schicksalsfaden sponnen und die auch die Schere in der Hand hielten, um den Schicksalsfaden abzuschneiden, und damit war das Leben dann für einmal zu Ende. Also das ist das mythologische Bewusstsein. Dann haben wir, das wurde dann abgelöst, zeitlich, periodisch etwa so 1500 bis etwa 1200 vor Christus, vor allem in unserem Kulturbereich durch das griechische Denken, also durch die sogenannte Naturphilosophie. Das war der Anfang des rationalen Bewusstseins, und dieses rationale Bewusstsein hat dann unsere Kultur immer mehr geprägt. Also im rationalen Bewusstsein haben dann diese abstrakten Konzepte immer mehr an Bedeutung gewonnen und haben unser Weltbild und unser ganzes Denken immer mehr bestimmt. Und und damit stehen wir eben heute an dem Punkt, wo wir angelangt sind, die Funktionalität in den Bauten zum Beispiel, in den Häusern zum Beispiel. Du hast die Architektur angesprochen, anfangs unseres Gesprächs, ist ein ganz klarer Ausdruck dieses Rationalismus. Denn dieses ganze Profitdenken ist ein Ausdruck dieses Rationalismus. Das geht es weiter bis zu diesem KI-Zeug, oder? Dass man den Eindruck hat, der Mensch, der könne durch Computer letztlich ersetzt werden oder sich mit Computer verbinden, dann werde er dadurch intelligenter. Ich glaube nicht, dass die Intelligenz wirklich unser Problem ist, ehrlich gesagt, sondern es ist unser Bewusstsein, das hier jetzt einen Schritt macht, oder das geändert wird und uns ein anderes Verständnis, der Natur und unseres Lebens wieder eben näher bringt. Ein Verständnis, das integral, das Bedeutung des Integralen ist eigentlich so zu verstehen, in meinem Sinne, es verbinden sich dann eigentlich alle diese Stufen, die wir jetzt miteinander hier durchgegangen sind, die sind schon verbunden miteinander, aber unbewusst. Was jetzt kommen wird, in meinem Verständnis, ist, dass wir uns bewusst werden, dass diese Stufen miteinander verbunden sind und welche Funktion sie haben, was sie eigentlich erfüllen. Also du siehst das
Mir fällt das immer auf, ich bin ein ziemlicher Fan von Fantasy-Filmen und mir fällt dort sehr stark auf, wie stark eigentlich das Magische wieder an Bedeutung gewonnen hat in diesen Filmen zum Beispiel. Oder ein ganz klassisches Beispiel ist natürlich Harry Potter. Oder? Das kennt jeder. Und diese ganzen magischen Geschichten, die ja ins Märchenhafte hineingehen, aber doch nicht so wunderbar wie eigentlich die alten Märchen, das geistige Themen behandeln, sondern vordergründig mit dieser ganzen Magie, wo der Mensch eigentlich auf diese Art und Weise wieder in einer anderen Form Macht erringen will, ist ganz für mich eine ganz typische Erscheinung für den Prozess, in dem wir uns drin befinden, dass eben diese unterschiedlichen Bewusstseinsphasen sich jetzt viel stärker miteinander verbinden und ich versuche in diesem Buch aufzuzeigen, was der Sinn dieser ganzen Sache ist. Und dass wir uns bewusst werden, was diese unterschiedlichen Phasen für uns bedeuten und was sie in uns auslösen. Und es gibt ja dann noch, ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben, aber ich habe das Ganze noch unterlegt mit dieser noch einer viel tieferen geistigen Schicht. Und das ist ja das weibliche Prinzip und das männliche Prinzip, die im Geiste immer existieren miteinander, die jetzt auch in diesem integralen Bewusstsein viel stärker wieder miteinander verbunden werden und vor allem, das ist der Unterschied zu der bisherigen patriarchalischen Epoche, gleichwertig schlussendlich miteinander agieren werden. Gleichwertig, also man gibt ihnen den gleichen Wert. Und das war in den letzten paar tausend Jahren überhaupt nicht der Fall. Überhaupt nicht. Da hatten wir ganz klar eine Dominanz. Erstmal zu deiner Frage. Wir sind zum Glück nicht beim ZDF. Bei uns kriegt der Gast so viel Raum, wie er braucht, um seine Gedanken auszuführen. Und das Gespräch soll sich organisch und natürlich entfalten. Deswegen wird hier auch nicht ins Wort gefallen oder unterbrochen, um uns mal selber auf die Schultern zu klopfen. Ja, ich habe jetzt ein paar Gedanken oder Aspekte, die ich gerne noch mit einbringen wollte, bevor wir vielleicht auch noch auf dieses männliche und weibliche Prinzip zu sprechen kommen. Ebenfalls sehr interessant. Grundsätzlich könnte man ja die Frage stellen, okay, es gibt also diese nicht Stufen, sondern Schichten und Zyklen. Da könnte man ja fragen, warum ist es überhaupt so? Da sprichst du ja von dieser evolutionären Dynamik oder so einer Art Antrieb, einer Urkraft hinter den Dingen auch, ja? Also, dass es überhaupt die ganze Zeit zu Evolution, zu Dynamik, zu Veränderung kommt, ist sozusagen einfach eine Sache, die wir vorfinden, ja? Oder die wir beobachten können, wenn wir uns anschauen, wie die Welt, wie die Dinge funktionieren. Das ist doch im Endeffekt, was es ist, oder? Ja, eine bessere Erklärung habe ich auch nicht, Aaron. Es ist, also du weißt, in meinem Verständnis ist es Wachstum, oder? Also Wachstum ist das, was ich einfach überall sehe. Wachstum ist, jeder Baum will wachsen, jedes Tier will wachsen. Das bleibt nicht stehen, wenn man es nicht künstlich behindert im Stadium eines Welpen zum Beispiel. Alles wächst, immer und immer wieder, auch wenn es eine gewisse Zeit vernichtet wird zum Beispiel, wenn ein Baum gefällt wird, es wächst dauernd, alles dehnt sich aus. Unsere Physiker sind ja zum Teil der Meinung, dass das ganze Weltall sich dauernd ausdehnt. Ob das stimmt, keine Ahnung, oder ob das einfach ein Produkt der Beobachtung ist, und eigentlich ein unbewusster Grund, der eben darin liegt, dass alles wächst um uns herum. Das ist für uns so eine Selbstverständlichkeit, dass wir gar nicht weiter darüber nachdenken. Warum eigentlich alles wächst? Warum wächst es denn überhaupt? Und die Erklärung dafür, die habe ich auch nicht in einer differenzierten Art und Weise. Aber ich glaube, dass das ein Grundimpuls des Lebens überhaupt ist. Ich sage jetzt mal des Lebens, weil mit dieser ganzen Physik und Ausdehnung des Weltalls und so weiter, das ist für mich alles ziemlich spekulativ. Und dann von dem habe ich mich eigentlich abgelöst. Das fasziniert mich so immer noch so, darüber mich näher zu informieren.
Aber es beschäftigt mich nicht mehr groß. Ich hatte mal eine Phase, wo ich mich stark mit Physik auseinandersetzte, aber das mache ich nicht mehr, weil das ist eigentlich, das ist alles zu hypothetisch, die ganze Geschichte, oder? Das ist unglaublich hypothetisch und ist auch nicht ein Weltbild, das mir besonders gefällt. Eben, Alles es ist ja auch diese übersteigerte Wissenschaftshörigkeit ist ja auch wieder ein Ausdruck eines gewissen materialistischen Weltbildes und Zeitgeistes. Das ist ja generell so, dass wir in diesem, also wahrscheinlich zumindest ein Großteil der westlichen Kulturen jetzt aktuell in diesem rationalistischen, in dieser rationalistischen Schicht immer noch feststecken, die aber ja zunehmend als eine Sackgasse sich herausstellt. Da könnte man jetzt nochmal gesondert ganz lange drauf eingehen, aber das ist auf jeden Fall mal der Fall. Und da hast du auch vorhin noch was angesprochen, was mich direkt zu einem Zitat noch aus deinem Buch dazu bewegt hat, das auch nochmal zu zitieren. Das ist ein James Gustav Spieth oder Speth, der darüber spricht, dass die Wissenschaftler sozusagen die Probleme unserer Zeit nicht mehr lösen können. Und du meintest auch, das Problem scheint nicht Wissen zu sein oder Intelligenz, sondern das Bewusstsein. Und das fand ich wirklich interessant. Wenn ich darf, würde ich gerne zitieren. Also er sagt: Früher dachte ich, dass die größten Umweltprobleme der Verlust der Artenvielfalt, der Kollaps der Ökosysteme und der Klimawandel wären. Ich dachte, 30 Jahre gute Wissenschaft könnten diese Probleme angehen. Ich habe mich geirrt. Die größten Umweltprobleme sind Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit. Und um mit ihnen fertig zu werden, brauchen wir einen kulturellen und spirituellen Wandel. Und wir Wissenschaftler wissen nicht, wie man das macht. Großartig. Ja. Ja, das ist ein, denke ich, ein ebenso ein sehr ehrliches Bekenntnis von Seth. Und ich bin auch der Meinung, er hat es absolut auf den Punkt gebracht. Die Wissenschaft in der jetzigen Form, die immer noch gelehrt wird, also ich beziehe mich da auf diese universitäre Wissenschaft, die führt uns nicht weiter. Überhaupt nicht. Die klügsten Köpfe in der Wissenschaft sind sowieso Leute, die aus diesem Prozess ausgeschieden sind, aus dem universitären Prozess. Das sind sogenannte emeritierte Personen, die dann keine Rücksicht mehr nehmen müssen auf diese systemischen Faktoren innerhalb der Wissenschaft. Und du weißt ja auch, dass die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten immer mehr von der Wirtschaft beeinflusst wird, dass immer mehr Forschungsgeld von der Wirtschaft finanziert, immer mehr Forschungen von der Wirtschaft finanziert werden und die Wirtschaft ist nicht interessiert an einer freien Forschung. Weshalb sollte sie das sein? Weshalb sollte sie das sein? Die Wirtschaft ist immer zielgerichtet und setzt ihr Geld immer zielgerichtet ein. Und die Wirtschaft setzt es auch so ein, dass Ergebnisse herauskommen, die ihr nützen. Und von daher ist, ich war ein sehr wissenschaftsgläubiger Mensch über eine längere Zeit hinweg, habe mich auch sehr stark mit Wissenschaft auseinandergesetzt. Das geht auch aus meinen Büchern hervor. Ich bin auch ein Freund der Wissenschaft, wenn man das mal in etwas einfacheren, naiver Sprache ausdrücken kann. Aber ich bin kein Freund der Wissenschaft, die sich korrumpieren lässt und die sich für Interessen einspannen lässt, die nicht den Menschen dienen. Um das mal ganz klar auszudrücken. Und die Wissenschaft, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, an vielen, vielen Orten, ist nicht, das ist keine Wissenschaft mehr. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, weil sie keine wissenschaftlichen Kriterien anwendet. Das sind Ideologien, die vertreten werden. Das sind ja, Ideologien, die vertreten werden. Das geht für mich bis zum Sektierertum. Absolut. Man hat ja das Gefühl, die Wissenschaft fällt dann manchmal, also ist ja so eine Art Religionsersatz auch geworden. Und wie wir beide gerade schon festgestellt haben, ist ja in der Religion auch das Magische ganz stark vertreten, was man ja die letzten 3 Jahre sehr gut beobachten konnte. Ich will das Thema Corona überhaupt nicht ansprechen hier in dem Rahmen, muss auch nicht sein, aber da fällt mir auch ein, du sprichst in den einleitenden Kapiteln darüber, dass Intuition in unserer Kultur nicht gleichwertig mit dem Verstand betrachtet wird. Und da fällt mir halt auch ein, dass viele, die während dieser schlimmsten Seuche des Jahrhunderts damals gesagt haben, okay,
Ich höre jetzt einfach mal auf mein Bauchgefühl und ich habe das Gefühl, wenn ich mich einfach damit infiziere, bin ich danach bestimmt abgehärtet und mein Immunsystem wird das regeln. Das war eigentlich ein Gefühl, was bei mir extrem aus dem Herzen, aus der Intuition herauskam, womit ja die Leute, die so agiert haben, eigentlich im Rückblick recht behielten. Und das ist für mich eben genau dieser Zwiespalt, dass die Intuition nicht gleichwertig mit dem Verstand oder diesem rational überhöhten wissenschaftlichen betrachtet wird. Und generell, da mache ich auch noch mal den Sprung zu dem, was wir vor einigen Minuten hatten mit diesen Bewusstseinsschichten. Genauso wie wir diese Schichten nie ganz ablegen. Also ein erwachsener Mann kann immer noch in sein Kindesalter zurückfallen und sein ja, Kinder-Ich wieder kommt wieder hervor. Zum Beispiel, wenn er wütend ist oder wenn er zornig wird, wenn er trotzig ist, dann ist er auf einmal wieder sein ja, Schattenkind oder so, da gibt es ja auch diese Begrifflichkeiten aus der Psychologie. Genauso hatte ich das Gefühl, dass während dieser Krisenzeit der letzten 2, 3 Jahre die ganze Zivilisation, ich glaube, Nietzsche hat ja gesagt, die Zivilisation ist sozusagen nur ein dünner Film und der ist ganz schnell wieder weg, sobald es wirklich hart auf hart kommt, hat man ja gemerkt, dass die Menschen wieder sehr. Also die Supermärkte plündern und das Klopapier klauen. Das ist für mich auch ein Zurückfallen aus einer eigentlich bereits fortgeschritteneren Kultur, wieder hin zu dieser eher vom Ego bestimmten und vollkommen nur auf sich selbst bezogenes Bewusstsein, welches man eigentlich schon vorgeblich übersprungen hatte oder sich daraus emanzipiert hatte. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen eindrücklich beschreiben, was ich damit meine. Ja, es ist natürlich also zwei Aspekte. Ich möchte noch kurz mal auf den Religionsersatz zurückgehen. Die Wissenschaft als Religionsersatz, da stimme ich dir hundertprozentig bei. Und das muss gar nicht zwischen uns beiden nur so geregelt sein. Also Karl Friedrich von Weizsäcker hat das ganz klar in einem seiner Bücher zum Ausdruck gebracht, den sogenannten Scientismus. Und Ja. Scientismus, das kommt ja von Science, von Scientia, also von Wissen. Science bedeutet ja Wissenschaft im Englischen, oder? Und der Scientismus, das ist eben die Wissenschaft als Religion. Und das ist halt viele Leute vergessen halt dabei oder haben das vielleicht auch noch gar nicht so richtig mitbekommen, dass Wissenschaft nie, nie irgendeinen absoluten Anspruch erheben kann, dass sie etwas absolut weiß. Das ist absolut unmöglich. Ich verwende jetzt hier bewusst das Wort absolut unmöglich. Weil das, alles, was wir wissenschaftlich oder wie auch immer wahrnehmen, erkennen oder auch mit unseren Instrumenten dann auch messen, etc., alles geht durch den Filter unseres Bewusstseins. Nichts passiert irgendwo anders. Außer die Intuition, die passiert irgendwo anders, nicht in unserem Bewusstsein. Da kommt etwas anderes in Resonanz. Also von daher, es gibt keine Objektivität, das ist ein Ding der Unmöglichkeit und es gibt kein absolutes Wissen damit. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das sollten wir uns darüber im Klaren sein. Kein Wissenschaftler, der ernsthaft Wissenschaft betreibt, wird dir jemals sagen, es existiert objektives Wissen. Keine. Ja. Ich sage jetzt nicht, wie ich die anderen betrachte, die so etwas in die Welt setzen. Aber das tendiert doch Richtung Scharlatanerie, Sektiererei oder noch Schlimmerem. Und Ja, und jetzt. ganz kurz nur der Gedanke, wenn Wissenschaft ein Religionsersatz ist, sind die Wissenschaftler eigentlich die neuen Hohepriester, deren Meinung als absolut angesehen wird, nicht hinterfragt werden darf und so weiter. Sie haben sozusagen wie die Priester den direkten Zugang zu ganz oben, sind sie am nächsten an der Wahrheit dran und dann ist es auch immer so ein blindes Vertrauen. Ja, wir sehen das unter unserem Mikroskop. Oder was du auch meintest, meiner Meinung nach, immer wenn man es auf die Spitze treibt, also sowohl im ganz Kleinen kann ich es dann mit meinen Sinnen nicht mehr nachvollziehen, als auch im ganz Großen, wenn es dann heißt, ja, hier, da gibt es schwarze Löcher und so weiter, da sage ich auch immer, keine Ahnung, ich muss euch wohl glauben, weil ich kann es nicht überprüfen. Und ab dann wird auch vieles wieder manipulierbar, wie es die Kirche über Jahrhunderte mit den Menschen getan hat. Ja, ganz interessant.
Ja, wir sind ja genau, glaube ich, wir sind an so einem Punkt. Also mir persönlich kommt es auf jeden Fall so vor, wir stehen mit der Wissenschaft heute an einem ähnlichen Punkt wie die katholische Kirche damals bei der Reformation. Also es findet ein großer Umbruch statt und die Verlogenheit, die Manipulation und die Ausbeutung der Gläubigen hat ein Maß erreicht, das nicht mehr zumutbar ist. Und ja, lassen wir es bei dem Begriff. Also von daher bin ich überzeugt, dass hier eine ganz große Veränderung ansteht und sie ist absehbar, das ist spürbar, absehbar. Es gibt viele Leute, die einen anderen Weg verfolgen. Das sind nicht diejenigen, die jetzt primär in den Universitäten zu Hause sind oder immer von den Massenmedien irgendwie dort erscheinen. Das sind ganz andere Menschen. Und ich meine, Rupert Sheldrake zum Beispiel hat in einem seiner Bücher, der Science Delusion, ganz klar gesagt, eigentlich müsste die Bewusstseinsforschung an erster Stelle der Wissenschaft stehen, eben weil die Wissenschaft keine absoluten Wahrheiten entdecken kann. Das ist überhaupt nicht möglich. Und auch Heinz von Förster zum Beispiel, einer meiner Lieblingsphilosophen, einer der Väter, der Begründer der Kybernetik, war ja Physiker und Mathematiker auch. Und Heinz von Förster hat immer gesagt, hat ein schönes Gleichnis hervorgebracht, wo er gesagt hat, wenn ich mit einem Physiker spreche, erfahre ich eigentlich nicht viel über die Physik. Ich erfahre aber viel über diesen Physiker. Jetzt habe ich mir schon zwei Autoren aufgeschrieben, ja, Gustav Schwab und Heinz von Förster. Ich glaube, von Heinz von Förster habe ich schon mal ein Buch notiert. Ich habe ja so eine Buchliste, die heißt, mein Word-Dokument heißt Bücher, die ich noch lesen muss. Ja, da Also kommen aber immer, ja. Heinz von Förster, kann ich dir wohl empfehlen, ist ein unglaublich brillanter Denker und ein ebenso humorvoller und warmer Mensch. Und er war ja ausgeprägt oder radikaler Konstruktivist, weil er eben sehr viel nachgedacht hat und auch sehr viel erforscht hat. Und Heinz von Förster hat ja nach der Maxime gelebt, also bevor wir überhaupt irgendeine Aussage über das Universum, sein Zustandekommen oder Gott und die Welt machen, sollten wir uns damit beschäftigen, wer sind wir eigentlich? Wir als Menschen oder auch ich dann schlussendlich, wer bin ich eigentlich als Mensch, damit ich auf diese Aussagen komme und auf diese Spekulationen, Hypothesen und so weiter, weil es beginnt alles bei uns selbst und alles ist letztendlich, ja, alles, lassen wir es mal. Also man kann viel, 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 viel als Projektion betrachten, viel als Projektion ganz bestimmter Vorgänge. Und wir haben zwar nicht mehr die alten Götter, die wir jetzt nach außen projizieren, aber wir haben halt die neueren Götter, die wir nach außen projizieren. Und das ist dann der Zufall zum Beispiel in der Wissenschaft, der hat den lieben Gott abgelöst. Der liebe Gott ist jetzt nicht mehr für die Schöpfung zuständig in 7 Tagen, was mir immer etwas kurz vorkam. Aber jetzt ist es halt der Zufall, der überall diese unglaublichen Dinge hervorbrachte, dieses Wunder des Lebens, diese hochgradig komplex vernetzten und intelligenten Systeme, alles Zufallsprodukte. Also das ist in der Wissenschaft bei vielen immer noch der große neue Gott, der heißt Zufall. Oder dann nennt man es Emergenz oder auch immer solche komischen, abstrakten Begriffe, wo der gutgläubige Allgemeinbürger eigentlich nicht viel damit anfangen kann und sich darunter auch nicht viel vorstellen kann. Und dann einfach glaubt, die Leute, die das erzählen und diese Wörter gebrauchen, die wissen, wovon sie reden. Ja, absolut. Die Wissenschaft, der man ja bedingungslos glauben soll, Trust the Science, kann uns ja noch nicht mal die Entstehung unseres Universums aus meiner Sicht erklären, weil sie sagt im Endeffekt, gib mir ein Wunder und wir erklären den Rest. Diesen Spruch gibt es ja auch. Also eine Sache müssen wir einfach mal kurz annehmen zusammen hier im Raum und dann können wir alles erklären. Aber du hast es auch im Buch, dass es ein Jesuitenpriester war, der den Urknall in erster Linie mit in die Mainstream-Wissenschaft gebracht hat, was ja sich perfekt dann deckt mit dem Kompromiss zwischen Wissenschaft und Kirche, weil dann kann die Kirche sagen, das war Gott und die Wissenschaft kann sagen, das ist aus irgendeinem dunklen, kalten Raum, der sich zusammengezogen hat, irgendwie entstanden. Also das ist auf jeden Fall großartig. Ja, 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 ja. Entschuldigung. ich wollte noch darauf zu sprechen kommen, vielleicht auch zum Abschluss. Du hattest dieses männliche und weibliche Prinzip auch angesprochen, was
möglicherweise korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, auch wieder in diesen Gapser Bewusstseinsschichten anzutreffen ist, zumindest als Tendenz. Da wären wir wahrscheinlich jetzt in diesem materialistisch-technokratischen, rationalistischen Weltbild auch eher wieder in so einem maskulinen, männlichen Weltbild drin, würde ich mal behaupten. Da hast du ganz viele verschiedene Aspekte zu angeführt. Natürlich zum Beispiel sich durch Dominanz und Herrschaftswille und sowas ausdrückt. Ich suche mal gerade die Stelle, aber da wäre im Endeffekt auch ein integrales Bewusstsein, also Emanzipation aus diesem Bewusstsein wäre, das sich wieder mit dem Weiblichen zu vereinigen und da in eine Harmonie zu kommen, richtig? Ja, das ist eine absolute Notwendigkeit, weil ja nicht nur, damit wir aus diesem kalten Rationalismus herauskommen, der letztendlich zerstörend auf die Welt einwirkt und auf uns selbst und den Menschen nicht mehr als ganzheitliches Wesen wahrnimmt, sondern nur noch als einen Funktionsträger. Wenn du zu diesem Kapitel noch etwas breiteres haben willst, dann liest man den Harari zum Beispiel. Das ist ja dann, also schlimmer geht es ja nicht mehr, als Genau. was uns der gute Mensch da irgendwie prophezeit für die Zukunft. Also das ist super, super Hyperrationalismus in seiner absolut absurdesten Form. Dann sind wir im Also, Endeffekt fehlerhafte Maschinen als ja, Menschen. genau, wir Genau. sind fehlerhafte Maschinen, ganz genau, ja. Also nur schon der Gedanke ist ja ein Wahnsinn ohnegleichen. Aber es gibt Leute, die glauben an solchen Quatsch und naja, lassen wir es. Aber das andere ist eben ganz wichtig, weißt du, dass so wie das männliche Denken vom Rationalen her eigentlich bestimmt wird, von rationalen Konzepten, von Ideen letztendlich, von Ideen, die Ideen stehen am Anfang. Und eine Idee ist immer etwas Abstraktes, etwas Rationales. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Das meine ich damit. Das ist keine Wertung damit verbunden. Die Wertung, das Schlechte kommt erst zustande durch die Dominanz, durch die Einseitigkeit. Dort kommt das destruktive Element hinein. Immer. Du kannst überall, Aaron, kannst du da beobachten, wenn die Balance der Polaritäten nicht mehr vorhanden ist und eine Polarität dominiert, entsteht automatisch das Destruktive. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Es geschieht einfach. Weil die Natur ist nicht auf Einseitigkeit ausgelegt, sondern sie ist auf Balance ausgelegt. Man kann das überall beobachten. Das einfachste Beispiel ist immer für mich die Dokumentarfilme in der afrikanischen Savanne und das Verhalten von Beute und Raubtieren. Wie sich das immer wieder ausbalanciert. Und wie, wenn es zu viele Grasfresser gibt, dann finden die Raubtiere viel mehr Nahrung, dann erzeugen die mehr Nachkommen und wenn die Gra dann fressen die wieder mehr Grasfresser und dann gibt es wieder. Ja. Weißt du mal, der Zyklus ist immer es gibt einen virtuellen Idealpunkt, wo die komplette Balance erreicht ist. Nur, dann ist Stillstand. Dann gibt es keine Entwicklung mehr und damit auch keine Anpassung an sich verändernde Umweltverhältnisse. Also die Natur ist absolut, absolut. Ich verwende das Wort perfekt nicht gern, weil es so für mich ein kaltes Wort ist und wieder zu rational ist. Ja. Aber die Natur ist vollständig auf Balance ausgerichtet. Alles, was ich betrachte, ist auf Balance ausgerichtet. In uns selbst aus. Du hast ja das angesprochen. Wenn wir aus der Balance sind zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip, dann passiert immer etwas Destruktives. Denn wir sind entweder zu nachsichtig, da werden wir zu depressiv oder wir sind auf der anderen Seite zu aggressiv. Wir reagieren zu aggressiv. Also, es ist die Balance und das wird ja auch im östlichen Denken so stark eigentlich in den Vordergrund gestellt mit Meditation, mit Zen oder wie sich das auch immer. Die fernöstliche Kultur war nie so stark vom rationalen Prinzip bestimmt wie unsere westliche Kultur. Und deshalb hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten eine zunehmende Bewegung entwickelt im Westen hin zu diesem östlichen Denken, zur östlichen Philosophie bis zur östlichen Religion. Ja. Nur, auch da muss man aufpassen, dass man erkennt, was denn eigentlich das eine und das andere für Vorteile mit sich bringt. Nicht alles, was hier im Westen entwickelt wurde in den letzten 500 Jahren oder 1000 Jahren, ist einfach schlecht. Darum geht es nicht. Die Einseitigkeit ist das Problem. Und darauf möchte ich eigentlich ganz deutlich hinweisen.
im Buch und auch in unseren Diskussionen. Darauf müssen wir aufbauen. Eine einseitig vom männlichen Prinzip dominierte Denkweise wird destruktiv, sie wird von Kontrolle bestimmt, sie wird von Machtgedanken bestimmt, sie wird letztendlich von Angst bestimmt auch. Weil Angst ist nur eine andere Form von Kontrollverlust im männlichen Denkprinzip. Das Weibliche funktioniert wieder anders. Und in den letzten 3 Jahren haben wir einen Zusammenprall von weiblichen und von männlichen Polarität entdeckt. Und in meinem Verständnis, und da kann man anderer Meinung sein, wie auch immer, das männliche Denken wird bestimmt als Impetus, als ursprüngliche Triebkraft von Macht, sprich von Kontrolle. Und das weibliche von Sicherheit. Und diese beiden Polaritäten in der menschlichen Psyche, die wurden diese ganze Corona-Geschichte, sprechen wir es jetzt nochmals an, sind die komplett aufeinander getroffen. Deshalb war das so krass, deshalb war die ganze Geschichte dermaßen krass. Und deshalb haben diese Leute diesen Bewusstseinsverlust erfahren, den du vor ein paar Minuten angesprochen hast, weil sie sind in Panik verfallen, sie wurden von der Angst überwältigt, und wenn du von der Angst überwältigt wirst, dann hört das Denken auf. Geht einfach Absolut. Fertig. Ich glaube auch, dass die Dinge, also ich glaube zum Beispiel auch, dass die Geschlechter gegeneinander ausgespielt werden auf eine völlig perverse Art und Weise und dass die Dinge alle in ihr Gegenteil verkehrt werden. Das hat ja bestimmt auch jeder Zuschauer festgestellt, der in den letzten 3 Jahren mal einmal die Zeitung gelesen hat oder 10 Minuten Internetanschluss hatte. Jedenfalls hat man ja zum Beispiel diese eigentlich großartige Eigenschaft von Frauen, diese Fürsorgebereitschaft, dieses Geben, dieses sich kümmern, hat man ja zum Beispiel umgekehrt über diesen Begriff Solidarität. Also man war dann solidarisch, wenn man sich gewünscht hat, dass man die Ungeimpften wegsperrt. Das war ja, also das ist sowas von krank gewesen. Und genau, ich will auch gar nicht weiter darauf eingehen, weil diese Themen alle ausgelutscht und totgesprochen wurden. Ja, ja. Aber einfach, um das nochmal zu sagen, da werden eigentlich positive, konstruktive Eigenschaften von zum Beispiel Frau sein, aus meiner Sicht dann komplett umgekehrt, sodass wieder was Destruktives daraus entsteht. Und das ist, würde jetzt noch weiterführen, aber das ist natürlich, wenn man das systemisch betrachtet, auch wieder eine Form von medial-politischer, hybrider Kriegsführung aus meiner Sicht, weil es kommt nicht aus der aus dem Nichts. Also diese ganzen konzertierten Schlagzeilen und Meldungen und so, mit denen wir bombardiert werden, da steckt ja auch dieser toxische Zeitgeist eben dahinter, dieser Kontrolle und der Macht von wenigen über viele. Ich weiß, es ist jetzt ein anderes Thema, aber das wollte ich trotzdem kurz mit reinbringen in dieses in diese Unterhaltung, weil wir sprechen ja vom Weg ins integrale Bewusstsein und wir sprechen ja jetzt zum Beispiel auch gerade hier in den freien Medien, weil ich glaube, im Mainstream würde man so eine Unterhaltung, wie wir sie gerade führen können, gar nicht mehr auffinden können, gar nicht mehr anfinden können, wo man tatsächlich in diese Dinge mal einsteigen kann. Da hättest du jetzt 2 Minuten 30 gehabt im Heute-Journal mit Marietta Slomka und dann würdest du unterbrochen werden, bevor du den ersten Gedanken überhaupt ganz ausführen könntest. Und auch diese, ich bin gleich fertig, Nebenstruktur, also diese freie Medienszene ist ja auch wieder eine Emanzipation aus diesem völlig destruktiven Konzern-Mainstream, wo es nur um Geld und die Pharmaanzeigen und so weiter geht. Ja. Ja, es ist eindeutig eine Emanzipation und es ist auch eine Diversifizierung. Also es ist ein Produkt letztendlich, das diesen freien Medien, diese zunehmend entstandenen Gefäße, Sender und so weiter, die sind ja aus dieser Machtkonstellation entstanden, der Mainstreams, oder? Das ist ja komplette Machtkonzentration. Und du siehst ja auch, Macht hat immer einen starken Zusammenhang oder beruht eigentlich auf Zentralismus. Oder? Das sind zentralistische Strukturen. Macht ist beruht auf zentralistischen Strukturen, fördert zentralistische Strukturen und will vor allem diese zentralistischen Strukturen aufrechterhalten. Also das ist das Merkmal, an dem wir uns orientieren können. Und ich möchte jetzt auch wieder eine Brücke bauen für die Zukunft, weil wir haben uns jetzt mit dieser, wie du gesagt hast, diese Themen sind eigentlich behandelt von vielen anderen auch in einer sehr guten Art und Weise. Und ich möchte jetzt eigentlich wieder etwas für die Zukunft, zur Zukunft sagen. Zentral
Zentralisation, Zentralisierung ist immer Ausdruck von Machtbestreben. Genauso wie es Angstverursachung ist, es geht darum, Macht auszuüben über einen anderen. Immer. Ich muss gar nicht darüber nachdenken und ich musste auch nicht darüber nachdenken, ob jetzt das wahr ist oder nicht, ob es das der Fall sein könnte, dass da sowas passiert oder nicht. Wenn jemand die Angst einredet, wenn jemand die Angst machen will, dann ist das, dann musst du nicht denken, ja, könnte es etc., sondern es ist so, dass man dich manipulieren will, dass man über dich Macht ausüben will. Punkt, fertig. Ich habe lange genug in diesem Business gearbeitet und ich habe lange genug das Dritte Reich studiert und seine Methoden. Und es ist so, da muss man nicht drüber nachstudieren. Es ist immer dasselbe. Absolut. Danke, immer Andreas. Dasselbe. Ich bin ebenfalls zu der Schlussfolgerung gekommen, es gibt gar keine Kontrolle ohne Angst. Es funktioniert immer durch Nein. Angst. Es gibt immer erst die Angst und dann wird die Lösung angeboten und dann wünscht man sich einen sicheren Hafen. Und wenn der dann schon bereitsteht, dann kannst du die Herde sozusagen ganz geschickt kontrollieren. Das ist unfassbar perfide und das ist eben in dem Business, aus dem du ursprünglich kamst, auch perfekt studiert worden. Und da könnte man wieder die verschiedensten geschichtlichen Vergleiche ziehen. Also danke auch nochmal für den Gedanken. Du hast, ja, gerne. Ja, eben, ich möchte den Gedanken noch kurz weiterführen, hat jetzt auch wieder einen sekundären Rückfall, aber das Merkmal des Neuen eben, das Merkmal des Neuen eben, Aaron, und das zeigt sich nicht mainstreammäßig, nicht in der Politik zurzeit noch, aber es zeigt sich für mich in diesen Graswurzelbewegungen, ist eben diese Dezentralisierung. Das ist der große Unterschied. Und das ist eben viel mehr dem weiblichen Aspekt zugeordnet und zu verdanken auch, dass eben diese dezentralisierten Bestrebungen wachsen werden. Und das ist ein ganz zentrales Kennzeichen der neuen Zeit, auf die wir uns zubewegen. Ich sage nicht, wir sind schon drin, sondern wir bewegen uns. Das ist ja immer alles in Bewegung. Dezentralisierung wird der wesentliche Faktor darin sein, weil die Komplexität der Welt lässt sich nicht zentralistisch lenken. Ich meine, das hat der Kommunismus, glaube ich, zur Genüge unter Beweis gestellt. Und die Komplexität der Welt ist viel zu groß, um irgendwie einfach mit rationalistischen Konzepten bewältigt werden zu können. Das geht immer schief. Es kann nur mit einem Verständnis des Organischen und seiner, wie das die Wissenschaft nennt, Selbstorganisationsfähigkeit zu tun haben. Man kann nur das beobachten und man kann nur sich immer wieder wünschen über die wundern über die Genialität, mit der die Natur das schafft und schon seit Jahrmillionen. Aber sie übt ja auch schon seit Jahrhunderten von Millionen von Jahren. Und wir müssen doch nicht glauben, dass wir als Gattung, als Homo sapiens, nennen wir uns ja selbst, oder? Das heißt, glaube ich, der wissende Mensch oder der kluge Mensch, aber von da sind wir noch ein bisschen entfernt in meinem Verständnis, dass wir mit diesen paar Tausenden oder vielleicht auch 10 oder 100.000 von Jahren in der Lage sind, da irgendwie eine große Rolle mitzuspielen, eine wirklich gute große Rolle mitzuspielen. Also Demut und Zurückhaltung und Vorsicht und Achtsamkeit sind wirklich ganz wesentliche Begriffe unseres zukünftigen Menschseins und unseres Handelns auf diesem Planeten. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit vergeben wir uns nichts, überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir werden eine ganz andere Qualität erreichen in unseren Handlungen und eine ganz andere Zivilisation aufbauen als jetzt, wo alles nur immer schnell, schnell und noch schneller gehen muss. Das schaffen wir nicht. Das geht nicht. Das schaffen wir nicht. So geht das nicht. Absolut. Ich danke dir auch für diese Ausführung nochmal, weil ich kann das auch feststellen, es gibt so klare Anzeichen dafür, dass wir uns in eine neue Ära bewegen, eben diese Dezentralisierungstendenzen. Also wir haben es nicht nur sozusagen, du hattest gerade, es gibt diese zentrale Machtorganisation, die langsam aufgelöst wird. Das sieht man auch daran, dass die polare Welt zu so einer, oder die unipolare Welt aktuell zu so einer multipolaren Welt wird und da die Grabenkämpfe eben stattfinden. Man sieht es mit den alten und den neuen Medien, diesen
festgefahrenen, etablierten Konzernmedien, die ergänzt werden, aus meiner Sicht extrem progressiv und bereichernd, eben dezentral durch viele kleine freie Medien oder auch die ganzen Informationszugänge. Also früher zentralisiert, es gab einen Fernsehsender und heute kann man sich auf 1000 verschiedenste Art und Weisen informieren, genau nach seinem Gusto, mit den Informationen, die man am besten für sich braucht und gerade greifen kann. Und das sind ja ganz klare Tendenzen, die alle in eine Richtung weisen, dass da eben diese alte Struktur aufbröckelt und eine neue Zeit beginnt. Ich würde gern nochmal ein schönes Zitat, was ich bei dir im Buch gefunden habe, anbringen und damit eine letzte Frage an dich stellen oder nochmal den Raum aufmachen für einen Aspekt aus deinem Buch. Und zwar fand ich das auch wieder ganz toll. René Esteban ist der Urheber. Die stärksten Unternehmen der Zukunft werden diejenigen sein, denen es gelingt, einen Rahmen zu setzen, in dem Menschen sich freiwillig, angstfrei und auf der Basis von Sinn entfalten können. Und du hast in deinen im Abschluss deines Buches 5 Lebensprinzipien einer integralen Weltanschauung vorgestellt oder dargestellt, wo ein letzter Aspekt ebenfalls ist, alles hat Sinn und macht Sinn. Von daher, the stage is yours. Ich würde dich das gern auch nochmal ausführen lassen, Andreas. Ja, das tönt ja sehr einfach. Alles hat Sinn und alles macht Sinn. Das tönt ja geradezu naiv, im Grunde genommen. Alle diese Prinzipien sind ja sehr einfach und sie sind, die ich da erstellt habe, für einen Weg ins integrale Bewusstsein. Und diese Prinzipien helfen aber auch wirklich ganz automatisch. Man muss da gar nicht groß darüber nachdenken. Sie sind auch ganz bewusst so einfach formuliert. Also sie sind das Ergebnis von etwa 800 Seiten Studium über Religionen, kulturelle Werte und Entwicklungen über die Zeit hinweg etc. Und letztendlich, glaube ich, hat mich da zu diesen einfachen Prinzipien immer wieder der Satz von Einstein geführt, der gesagt hat, man soll die Dinge so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. Und das war eigentlich der Leitsatz für mich bei der Herausarbeitung bei diesen 5 Lebensprinzipien, die auch aus allen Religionen der Welt ersichtlich sind und ich aus diesen Religionen herausgelesen habe. Und zwar unter dem Aspekt, was ist für die Zukunft noch brauchbar? Ich sage es jetzt mal ganz brutal, was ist für die Zukunft brauchbar aus diesen Religionen heraus und was müssen wir ablegen oder sollten wir ablegen? Legen wir besser ab, weil es einfach einer anderen Bewusstseinsstruktur entspricht, die in vielen Dingen nicht mehr zeitgemäß ist. Ja. Das gilt es auch zu lernen. Deshalb habe ich auch diese Formulierung dann genommen, es gilt die Hand des Vaters im Himmel mal loszulassen und auf eigenen Füßen zu stehen und eigene Verantwortung zu übernehmen, weil der Vater im Himmel halt auf einem patriarchalischen Konzept beruht und dieses patriarchalische Konzept ist nicht mehr angemessen für die Zukunft. Wir müssen nicht, aber es ist an der Zeit, dass wir eigenverantwortlich als Menschen agieren und auch, soweit das möglich ist, soweit das für uns geht, Verantwortung für unser Handeln auf diesem Planeten übernehmen. Soweit das geht, ich bin mir über die Beschränkungen desselben bewusst. Das hängt aber mit unseren Fähigkeiten zusammen, diese Beschränkungen, nicht mit unserem Wollen. Es sollte nicht mit unserem Wollen zusammenhängen. Auch da könnten wir jetzt noch lange drüber diskutieren, da gibt es Differenzierungen, aber wie auch immer. Also alles hat Sinn und alles macht Sinn, das ist eine Erkenntnis aus meinem Leben heraus, aus meinen persönlichen Krisen und in Anführungszeichen Katastrophen, die ich erlebt habe, in verschiedenen Bereichen, sei es eben durch die Krankheit zum Beispiel, durch die relativ frühe Konfrontation mit dem Tod, mit einer intensiven Auseinandersetzung mit der Frage, was ist eigentlich Tod? Das bedeutet zugleich, was ist Leben? Und weshalb sind wir überhaupt hier? Was ist eigentlich der Sinn dieser ganzen Sache? Ich meine, Entschuldigung, ich erlebe so viel Scheiße hier in meinem Leben. Ja. Wieder. Und das geht wahrscheinlich vielen so, dass man sich halt immer wieder mal fragt, was soll das überhaupt? Was soll das alles? Was ist der Sinn?
Und ich bin zur Antwort gekommen, Aaron, die wir schon angesprochen haben, es ist Wachstum. Es ist Wachstum. Alle diese Krisen, alle diese kleinen persönlichen, manchmal mittleren bis größeren persönlich erlebten Katastrophen in meinem Leben haben immer zu einer Ausdehnung meines Bewusstseins geführt. Immer. Ohne diese Zäsuren, ohne diese Krisen wäre das nie passiert. Das wäre nicht möglich gewesen. Ich hatte relativ früh in meinem Leben die Möglichkeit, mir Luxusgüter aneignen zu dürfen und mit diesen umgehen zu können. Schnelle Autos, gutes Essen, etc., etc., Hotel, Urlaub und so weiter. Ich war da wirklich in einer privilegierten Position, wurde dann zerstört durch ganz bestimmte Ereignisse in meinem Leben. Und letztendlich, die waren sehr nervig, die waren extrem nervig. Und die haben mich hin und her geschüttelt, wie sie jeden Menschen hin und her schüttelt. Ob es eine Scheidung ist, ob es Tod ist, ob es was Konkurs ist oder was weiß ich, die haben mich hin und her geschüttelt. Und es waren wirklich existenzielle Krisen. Aber heute, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, dann sind es diese, waren es diese existenziellen Krisen, die immer wieder zu einem geistigen Wachstum bei mir geführt haben. Ich beanspruche das zumindest mal für mich. Beurteilen müssen das andere Leute, ob das tatsächlich so war. Aber ich beanspruche das nur jetzt mal für mich. Die haben zu einer Ausdehnung dieses Bewusstseins geführt und das heißt nicht, dass ich automatisch einfach ein guter Mensch geworden bin, Aaron. Das möchte ich damit nicht meinen. Aber ich habe in meiner Wahrnehmung immer festgestellt, dass ich in der Lage bin, immer komplexere Dinge und die Zusammenhänge von komplexeren Dingen zu erkennen. Das ist eigentlich der Entscheid und der Nutzen dieser ganzen Geschichte. Man wird nicht automatisch einfach nur ein guter Mensch. Das habe ich bei mir nicht festgestellt, dass das der Fall ist. Aber ich denke, es hat einen gewissen Beitrag zur Verbesserung in ganz bestimmten Dingen gebracht, die ich in meiner persönlichen Definition als moralische Verbesserung bezeichnen würde. Aber das ist meine persönliche Definition. Das hat nichts damit zu tun, was mir als öffentliche Moral präsentiert wird. Das ist was ganz anderes. Da habe ich eine sehr, sehr kritische Einstellung dazu. Das ist meine persönliche Definition in meinem persönlichen Leben und das ist das, was dazu geführt hat, dass ich diesen Satz auch als letzten in diesen fünf Prinzipien gewählt habe und auch ziemlich lange darüber nachgedacht habe, ist es richtig oder nicht? Alles hat Sinn und alles macht Sinn. Ich bin von dem hundertprozentig überzeugt, Aaron. Es ist die Basis meines Lebens im Grunde genommen und ich glaube nicht, dass ich hier sitzen würde und mit dir dieses Gespräch führen würde, wenn diese Basis nicht vorhanden wäre. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich schon lange in der Depression versunken, ehrlich gesagt, weil diese Dinge sind mir auch nicht fremd. Ich habe immer wieder das erlebt. Und letztendlich habe ich halt den Sinn auch darin erkannt, über die Zeit hinweg. Aber der Sinn eröffnet sich eben nicht einfach in der Sekunde, in der die Krise eintritt. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht meine Beobachtung, nicht meine Erfahrung. Es braucht Zeit, es braucht Auseinandersetzung mit den Ursachen dieser Krisen. Warum ist das überhaupt eingetreten? Es braucht einfach Auseinandersetzung mit dem, was da geschieht. Und man, wichtig, ich möchte das noch als Rat, erlaube mir das als Rat noch mitzugeben, nicht drin stecken bleiben, niemals drin stecken bleiben, niemals. Und wenn wir eben den Sinn als a priori annehmen, das ist nicht nur meine Idee. Auch Dürr hat das zum Beispiel gesagt, Hans-Peter Dürr. Ich habe den auch, ich kann jetzt das Zitat hier nicht mehr einfach aus dem Ärmel schütteln, die Ärmel sind auch zu kurz. Aber ich weiß, dass ich ihn aufgeführt habe, dass er einfach diesen Sinn erkannt hat oder erspürt hat und dann hat er, und dann gesagt hat, warum sollte ich das in Frage stellen? Warum sollte ich es in Frage stellen? Es bringt mir nichts, wenn ich es in Frage stelle. Es bringt überhaupt keine Verbesserung im Leben, wenn ich es in Frage stelle. Also das ist der Grund, weshalb es hier am Schluss heißt, alles hat Sinn, alles macht Sinn. Und ich hoffe, auch dieses Gespräch mit uns Zweien erfüllt dann dieses Kriterium. Ja, danke Andreas. Alles hat Sinn und alles macht Sinn. Ich danke von Herzen für dieses auch persönlich für mich sehr bereichernde Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Und ja, ich fand es sehr erkenntnisreich und ich bin mir ganz sicher, da spreche ich auch für die
für die Zuschauer dieser Sendung. Ich halte es nochmal in die Kamera. Wir sind die Evolution, der Weg ins integrale Bewusstsein. Da kann man sich nochmal ausführlich Gedanken machen bei der Lektüre über vieles, was jetzt schon gesagt wurde und darüber hinaus. Danke, Andreas. Ich hoffe, wir sehen uns in irgendeinem Kontext bald mal wieder und ich wünsche dir erstmal alles Gute und nochmal danke für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei dir, bei allen Zuhörern. Danke. Ja, und wie immer, liebe Zuschauer, am Ende kurz der Hinweis, das Buch könnt ihr natürlich bestellen. Hier unter dem Video findet ihr einen Link dazu. Damit verbleibe ich bis zum nächsten Mal hier bei Achtung Buch oder woanders. Macht's gut. Ciao.